Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Amateurtester. Wir durften mal eine Runde mit dem aktuell gelifteten Hyundai i40 drehen und wie dieser bei uns angekommen ist, werdet ihr womöglich nach dieser geilen Trap-Musik erfahren. Wie immer fangen wir mit dem Äußeren an. Der i40 ist für seine Klasse bzw. Größe extrem flach geschnitten und kommt dadurch ziemlich sportlich daher. Auch die Front mit dem neu designten Kühlergrill und den weit nach hinten gezogenen Scheinwerfern übermittelt diese Sportlichkeit und Mann bzw. Frau bzw. Mensch erkennt sofort, dass es ein Koreaner ist. Manche finden dieses Modell eventuell etwas verspielt, aber wir finden ihn von außen sehr gelungen. Wer will, kann sich noch ringsherum ein paar Chromleisten dranpappen lassen. Ja, ordentlicher Journalismus klingt so. Das bringt dann etwas Nobles in das sonst komplett sportliche Design. So früh und schon fange ich an zu meckern. Ich finde ja, dass die neuen Innenräume und Cockpits von Hyundai und Kia extrem gut verarbeitet sind und wirklich was hermachen. Leider ist beim i40 Facelift da drin halt nichts neu. Das alte Cockpit wurde übernommen und so finde ich, verschenken die Koreaner leider ihr Potenzial. Klar, bei Hyundai kam der neue i20 und der neue Tucson auf den Markt, da muss jetzt wahrscheinlich erstmal Kia ran und darf halt zum Beispiel den neuen Optima rauswerfen, der ja wirklich extrem gut von drin ist. Da wird der neue i40 wahrscheinlich erst einmal zurückgehalten, nur so kann ich mir zumindest das erklären, dass der Innenraum der gleiche wie beim Vorgänger ist. Wirklich schade, da die Materialien eigentlich alle gut ausgewählt sind, aber ich weiß halt, dass es Hyundai besser kann. Vielleicht kommt der 2017 nach dem neuen i30 ein komplett neuer i40. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Das Platzangebot ist vorn und hinten wirklich großzügig. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass ich bei der flachen Form mit dem Kopf oben anstoßen werde, aber das war nicht der Fall und ich hatte noch ausreichend Platz. Auch hinten war für mich mit 1,82 auch noch genügend Platz. Der vordere Sitz in dieser Szene hier ist auf einen kleinen Zwerg eingestellt, also auf Bernie, und zeigt euch einfach mal, wie viel Platz hinten sein kann. Der Beifahrersitz ist auf mich eingestellt und man hat noch ausreichend viel Platz, wie ihr sehen könnt. Kofferraummäßig gibt es absolut nichts zu meckern. Ich denke, da passen genug Bierkästen rein, um über das Wochenende mit Freunden zu kommen. In Zahlen sind das dann ca. 550 bis 1720 Liter. Stauraum, kein Bier. Wir hatten den 1,7 Liter Diesel mit 141 PS und DCT Automatikgetriebe. Der Motor war angenehm laufruhig und sogar recht spritzig für einen Diesel. 141 PS klingen nicht so spektakulär, aber der i40 ist keine Rennmaschine und die PS-Anzahl ist wirklich mehr als ausreichend für das Fahrzeug. Getriebetechnisch gibt es da nichts zu meckern, das Doppelkupplungsgetriebe macht seinen Job zuverlässig und unauffällig. Das Fahrwerk an sich war für uns als Laien auch gut. Gerempel oder Schläge kamen nur sehr selten durch und das Abrollgeräusch hielt sich in Grenzen. Der Wagen lag nicht ganz so sportlich auf der Straße, wie man eventuell von außen erwarten würde, aber Vorsicht steht sicher und blieb gut auf der Straße. Das Fahren mit dem Auto allgemein hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und das ist, glaube ich, auch vielen von euch genauso wichtig wie uns. Aus meiner Sicht ist der Wagen wirklich ein gutes Auto. Er macht nichts falsch, aber verschenkt halt leider einige Punkte im Innenraum an seine Konzernschwester Kia Optima. Ich kann den Wagen ohne schlechtem Gewissen empfehlen und euch einfach mal dazu raten, diesen auch selber Probe zu fahren. Vielen Dank an TG Automobile hier in Dresden, von dem wir dieses Fahrzeug zum Testen bekommen haben. Normalerweise würde jetzt noch das Fazit von Bernie kommen. Heute leider nicht, da wir es irgendwie vergessen haben aufzunehmen. Ich blende euch jetzt einfach noch ein paar Szenen von Bernie ein, damit ihr sie auch nicht vermissen müsst. Coole Musik dazu und los, viel Spaß! Nein.